In Olsberg, da lief in der Hitze ein Pfarrer und suchte nach Witze. Jetzt soll es mal krachen, die Gemeinde soll lachen, auch wenn sie daheim alle sitzen. Jetzt bin ich dieses Jahr noch gar nicht dazu gekommen, obwohl ich alte Traditionen so gerne mag. Was ich meine, ist das Osterlachen, das sogenannte Risus Paschalis, wie es im Lateinischen so schön heißt. Was ist das? Das ist ein Brauchtum aus dem Mittelalter, aus der Zeit, dass die ganze Bevölkerung in der Fastenzeit noch wirklich ziemlich streng sich an die Fastenregeln hielt und in der die Kirchen ziemlich in dunkle Farben gehüllt waren. Entsprechend groß war dann eigentlich der Übergang zu diesem hellen Fest von Ostern, wo dann auch viel gegessen wurde. Das war eine Erleichterung nach der Passionszeit, und um das noch zu verstärken, hat der Pfarrer oft in der Osterpredigt einen Witz erzählt oder einfach eine lustige Geschichte. Jahrhundertelang hat dieser Brauch gehalten, aber wie die Menschen nun mal sind, entstand dann die Neigung, um jedes Jahr den Witz noch ein bisschen lustiger zu machen, um das immer wieder ein bisschen zu toppen. Und ja, welche Witze haben am meisten Erfolg? Das sind natürlich die Witze, die nicht so hundertprozentig einwand- oder jugendfrei sind. Übrigens gilt dasselbe für die Limericks, die allerbesten und genialsten Limericks. Das sind auch diejenigen, die nicht geeignet sind für ein Wort zum Tag. Auf jeden Fall, im späteren Mittelalter und in der Reformationszeit haben die kirchlichen Obrigkeiten einen Riegel vor diesem Osterwitz in der Predigt geschoben und haben sie in Verband Fabeln, gereimte Dichtungen und Obskures war in den Predigten nicht mehr erlaubt. Aber ich denke, es ist auch in schwierigen Zeiten, auch jetzt in der Corona-Zeit, eigentlich gut, um ab und zu mal zu lachen. Ich habe letztens einen Psychiater gehört, der bestätigt hat, dass es für die Seelenhygiene wichtig ist, dass der Mensch ab und zu mal richtig herzhaft lachen kann. Haben Sie auch gehört übrigens, dass in den USA so viele Waffen verkauft worden sind? Hier in Europa ist das der Gegenteil eigentlich der Fall. Die Waffenhändler machen hier überhaupt keine Konjunktur. Und das liegt daran, dass die Bankräuber heute nur noch sagen, Hände hoch oder ich niese. Gut, Spaß beiseite. Jetzt zuerst noch was Kurzes in eigener Sache. Ich habe es gestern schon gesagt, in der kommenden Zeit werde ich nicht mal jeden Tag ein Wort zum Tag aufnehmen, sondern viermal in der Woche. Und ich hoffe, das werden Sie aushalten. Sie haben bestimmt Verständnis dafür. Und außerdem gehen mir langsam die Beiträge von Ihnen aus. Außerdem ist es aufgefallen, dass ich meistens sage, jetzt kommt ein Beitrag von einer Zuschauerin und wenig von den Zuschauern. Also bitte, Männer, lasst euch bitte euch zeigt euch mal von euren kreativen und spirituellen und geistreichen Seite. Ich bin sicher, die habt ihr auch wenn ihr sie manchmal ein bisschen versteckt. Heute schließe ich aber ab wieder mit einem Beitrag von einer Zuschauerin, den ich extra jetzt für die Osterzeit, für die Zeit nach Ostern aufgehoben habe. Es gibt ein Vertrauen, das in der Wüste Leben sucht. Es gibt eine Hoffnung, die mit Scherben Brücken baut. Es gibt eine Liebe, die in der Raupe den Schmetterling erkennt. Es gibt einen Glauben, der dem Licht des Sternes folgt. Es gibt eine Stille, in der das Leben singen kann. Es gibt eine Nacht, aus der das Leben feurig und kraftvoll hervorbricht. Auferstehung. Vielen Dank für dieses Gedicht und eine frohe Osterzeit.